So, herzlich willkommen meine Krieger und Krieger zurück zu The Elder Scrolls für Oblivion. Schön, dass ihr wieder einschaltet, Freunde. Wir suchen hier eine Höhle, Freunde. Ein weiteres... das ist schon... Das ging schnell. Ja, ist ja recht. Da unten ist ein Bär. Bonjour, Mr. Timberwolf. Schups. Ah, hängen geblieben. Ah, wo bin ich? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hä? Aua. Ist er jetzt in den Stein gebackt? Natürlich ist er in den Stein gebackt, Freunde. So. Die nicht... Oh, hi, Freunde. Die nicht eingezeichnete Höhle, meine Lieben. Das ist so funny. Woran liegt es, dass die uns auf einmal nicht mehr sehen? Oh, das war der falsche Zauber. Mai! Deswegen... Okay, warte, 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 ich brauch meinen Drimowski. Wo ist er? Ja, mit so viel Zauber am Start, Freunde. Stimmt, das haben wir auch noch so. Zum Kämpfen gar nicht mal so easy hier, weil es so steil ist. Oh. Ah, nee, ich habe ihn getroffen. Stopp. Also direkten Weg führt er auch nicht hoch, gell? So mehr Pi mal Daumen. Ja, gut, weil er einfach ein Aim hat, wie ein Scharfschütze, ey. Wenn die jetzt nicht ganz so heftig meinen Dude wegignorieren würden, fände ich auch nice. Ich will da nur hoch. Lass mich. Ich will Schwammerl sammeln. Aua! Ich will ihn zuschauen. Das ist kein Verstand. Ich fände es so richtig nice, wenn unser Dude jetzt mal so ein bisschen in die Gänge kommt. Aua! Aber ich muss sagen, bisher ist er nicht allzu nützlich gegen diese Ogre. Zurück, nichts nützt. Schön. Schön. Der ist weg. Okay. Boah, es ist so heiß, Freunde. Junge, Junge, Junge. Ihr habt übrigens darum gebeten, vor längerer Zeit, dass ich ein bisschen weniger langsam machen soll.
Ich hatte jetzt tatsächlich nicht erwartet, weil wir ja schon mittlerweile Richtung Folge 400 gehen, dass die Prozesse für euch noch unbekannt sind. Gut, vielleicht schalten auch manche gerade erst ein. Das kann natürlich sein. Also ich werde in Zukunft, wenn es ums Handeln geht etc., versuchen, ein bisschen mehr zu erzählen. Hier momentan, wir machen immer... Es gibt ja unglaublich viele Orte, die mit Quests nichts zu tun haben. Und damit wir alles abarbeiten, aber schön Abwechslung haben, ist quasi meine Reihenfolge immer so. Einmal Oblivion Tor, dann ein Dungeon, das nicht questbezogen ist, und dann mindestens eine Quest. So machen wir das mittlerweile. So, ich brauche... Der Feuerball ist zu schwach. Das ist halt der Hitzeschock. Boah, ich will 2 Stunden aufnehmen, Alter. Ich merke jetzt schon, wie sich so ein Schweißfilm auf mir bildet. Super eklig. So, die nicht eingezeichnete Höhle, Freunde. Genau. Ich habe da was dazu gelesen zu der Höhle, weil ich muss mir natürlich immer ein bisschen was durchlesen, um zu sehen, ist die Quest relevant oder nicht. Und das Ding ist, dass diese Höhle anscheinend nicht direkt verbuggt ist. Aber hier geht es eigentlich weiter, aber es gibt keinen Schlüssel dafür. Der Grund dafür ist, also man vermutet, dass diese Höhle ursprünglich für eine Quest gedacht war. Welche dann aber letztlich wieder aus dem Spiel genommen wurde. Alter. Warte mal. Ich habe meine Rüstung nicht an. Oh, hallo Freunde. Okay. Gut, schrauben wir unser Arroganz-Level mal so ein Müh nach unten. Komm. Okay, der ist schon mal down. Und jetzt gehen wir ins 1 gegen 1 mit den Bären. Also wenn es die Höhle ist, die ich meine, vielleicht irre ich mich auch und wir finden hier tatsächlich den Schlüssel, aber es gibt so eine Höhle auf jeden Fall und ich glaube, dass es die ist. Deswegen der Name ist ja auch, finde ich, so ein bisschen weird, die nicht eingezeichnete Höhle. Lieb's, wie er diesen... Als würde ihm da einmal 2 Finger in den Hintern reinstecken. Alter, was glaubst du, wie dieser Bär erschrecken würde? Macht es bloß nicht. Macht sowas bloß nicht, Freunde. Es sind Bären. Ah, dein Fell. Wo ist er? Ergebt euch, Sklave. Ja! Ich verbanne euch. Hä, warum hat er das jetzt... Warum macht er das... Ach, das macht er nur, wenn er schleicht. Oh. So. Und an die vielleicht jetzt gerade erst einschalten, warum kämpfen wir manchmal mit Fäusten und nicht mit Waffen, Freunde? Es liegt schlichtweg darin, dass es hier eine wunderbare Fertigkeit gibt, die heißt Nahkampf. Die ist maximal irrelevant.
Nur damit ihr es wisst. Sie ist maximal irrelevant, außer ihr. Ich glaube, die einzigen, die wirklich Vorteil daraus zielen, sind Khajiit-Spieler, wobei ich nicht weiß, ob das in Elder Scrolls schon eine Rolle spielt. Weil die Khajiit ja einen verstärkten Nahkampf haben, durch ihre, durch ihre Krallen. Aber ich glaube, für uns spielt es gar keine Rolle. Aber da ich den ultimativen Char haben möchte, das heißt, ich will alle Fertigkeiten gepusht haben, müssen wir auch Nahkampf pushen. Ganz einfach. Deswegen spielen wir das hin und wieder so. So, bisher habe ich noch keine einzige... Das muss ich mir jetzt mal angucken. Ja, er macht es doch so. Er macht doch so. Es ist so herrlich, ich lieb's. Guten Abend. Okay. Nach einem Bärenhintern kommt ein Löwen... Oh, oder zwei Löwenaugen. Oh. Und raus hier. Als wäre es so ein schlechter Streich gewesen. Wieder ist er mehr. Dein Ernst? Ah, das ist eine Truhe. Okay. Er hat wirklich die beiden Berglöwen ignoriert, um sich über die Ratte herzumachen. Ja, Prioritäten setzen muss gelernt sein, Freunde. Langschwert der Absorption. Oh, ich hab noch Ding dabei, oder? Könnte ich hier natürlich schön auffüllen, weil mir fehlen nämlich Seelensteine. Aber das war's jetzt, oder? Moment, pass auf. Hier gibt's ein Loch. Genau. Und theoretisch kommt man hier über die Tür hier durch. Also entweder... Ja, wir kommen da in 100 Jahren nicht hoch. Entweder ihr nutzt quasi ein Cheat, um durch die Tür durchzusmoothen, oder ich glaube, um fliegen zu können. Wenn ihr die Stiefel von Jack Springer, ihr wisst schon, damals für die Diebesgilde noch habt. Haben wir die? Oder mussten wir die abgeben? Oh, das muss ich daheim mal kurz... Die müssten ja, wenn dann, bei den Gegenständen sein. Scheiße. Die müssten ja, wenn dann, bei den... Boah, Alter, ich dachte, der lebt. Bei den Gegenständen sein, die questrelevant sind. Da hätten wir die ja einsortiert. Okay. Ich muss zurück... Nach Bruma. Packt er mal schnell den Unsichtbarkeitszauber wieder drauf. Und der hat den Vorteil, dass wir in der Natur nicht gestört werden von irgendwelchen anderen Tierchen, ne? Und als nächstes wird dann wieder eine Quest kommen. Ich habe bereits eine auserkoren, eine Wildnisquest. Wildnisquests sind die, die weder mit Gilden zu tun haben, noch mit der Hauptquest, noch an irgendwelche Städte gebunden sind. Das sind Wildnisquests. Die findet man logischerweise, wie der Name es schon vermuten lässt, in der Wildnis. Ich find's ein bisschen schade,
weil ich finde, dass in der Hinsicht Oblivion definitiv nicht sein volles Potenzial ausgenutzt hat, wenn man bedenkt, wie viele Orte es gibt. Also es gibt ja unfassbar viele Orte in Cyrodiil zu besuchen. Oh, läuft die Nase schon wieder. Aber dafür gibt es relativ wenig Wildnisquests. Ich glaube, es gibt 10. Ich glaube, es gibt so ungefähr 10. Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen, die Uhr hat 1 geschlagen. Ich bin ganz Ohr. Was wir jetzt machen, das ist... Erzählt, das ist oh, gute Arbeit. Eigentlich auch unwichtig. Auf diese Art trainiere ich Wortgewandtheit. Versucht nicht, mich zu... Eine tolle Geschichte. Es gibt immer zwei Sachen, das ist bei jedem unterschiedlich, bei jedem Char, die ein positives Ergebnis bringen. Hier seht ihr, wenn ich da hindrücke, macht es ein negatives Ergebnis, hat wenig Einfluss und wenn ich mit großem Einfluss auf was Positives gehe, steigt seine Stimmung. Ich weiß bei ihm, dass diese beiden Sachen negativ sind und diese beiden sind positiv. Versuche ich dann natürlich möglichst viel positiven Impact auf ihn zu haben und möglichst wenig negativen Impact. Fand ich ein geiles, ja sozusagen Minigame, das sie aus Skyrim rausgenommen haben. Ich werde immer dabei bleiben. Wir brauchen nicht drüber reden, dass Skyrim grafisch ein Riesenschritt ist, also ein monströser Schritt, wirklich. Werde ich niemals widersprechen. Aber ich muss schon sagen, dass ich es krass finde, was alles rausgenommen wurde. Ich glaube... Mir macht das Schlösseröffnen in Oblivion mehr Spaß. Dieses Wortgewandtheits-Minispiel finde ich sehr, sehr lustig. Finde ich sehr unterhaltsam. Und sie haben eine ganze Schule gelöscht. Eine ganze Magieschule. Was waren das für eine? Ich glaube, es ist... Einen wunderschönen guten Tag. Mystik. Es ist nicht nötig. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Ich glaube, es ist Mystik. Ein. Ein Ex. Ihr. Kommt. Boah, jetzt kommt dann ja bald so eine Gewitterwelle auf uns zu, auf Regensburg. Ich glaube, ich bin der Einzige hier, der sich so ein bisschen drauf freut, dass es abkühlt. Weil ich sage ganz ehrlich, wenn es so... Ich meine, es ist ja jetzt noch nicht mal Juli, August. Es ist ja gerade mal der Anfang. Wenn das mit der Hitze so weitergeht, dann weiß ich nicht, wie ich das mal aufnehmen machen soll. Ich verreck hier fast. Ich sitze seit 20 Minuten hier. Ist ja Wahnsinn. So, lass mich mal kurz gucken. Nee. Nee, die sind tatsächlich weg. Schade. Ja gut, aber dann ist die Höhle... Es stand auch, wie gesagt, drinnen, dass die verbuggt ist und sie hat ja auch einen weirden Namen. Ja, trotzdem irgendwie schade. Aber okay, da können wir nichts machen. So. Haben wir nichts zu verkaufen? Doch. Weg damit und weg damit. Auf mehr habe ich gerade keine Lust. Ach, wobei. Jetzt pass mal auf. Agnas Tagebuch. Das Lied von Rormir. Das ist das letzte, was wir hier geklaut haben, gell? Genau. Das werde ich mir jetzt mal freischalten lassen. Geklaute Gegenstände, Freunde, könnt ihr euch freischalten lassen, indem ihr zu einem Hehler geht, diesen Gegenstand verkauft und ihn dann ihm wieder abkauft, oder ihr? Dann ist der Gegenstand nicht mehr gestohlen, falls ihr diese rote Hand da nicht mehr haben wollt. Ich glaube, Menschenblut kann man eben nicht verkaufen. Deswegen. Oh, du bist wach. Ich bin sehr müde. Du bist immer müde. Mein Lieblingskunde. Was habt ihr denn?
Nein, lieber, ich habe noch ein paar Tränke. Und... Nein, das mache ich jetzt nicht. Für die, die nicht wissen, warum ich einzeln die Tränke oder generell Gegenstände verkaufe. Es gibt eine Fertigkeit, die heißt Handelsgeschick. Und dank eines Tipps eines sehr, sehr, sehr treuen Zuschauers haben wir herausgefunden, wurde mir der Rat gegeben, dass wenn ich Handelsgeschick pushen möchte, ich die Gegenstände einzeln verkaufen muss, weil es nämlich keinen Unterschied macht, ob ich 15 Mal, also es macht einen Unterschied, wenn ich 15 Mal einen Trank verkaufe, einzeln, verbessere ich Handelsgeschick 15 Mal. Wenn ich aber 15 Tränke auf einen Schlag verkaufe, also jetzt hier einfach auf OK drücken würde, verbessere ich Handelsgeschick nur einmal. Weswegen mich Handelsgeschick auch so ein bisschen nervt, weil es steigt wirklich langsam. Es ist auch unsere schlechteste Fertigkeit. Ich glaube, wir sind irgendwie bei 59. Und es ist wirklich ein Kreuz. Das Lied von Romir, das kaufe ich dir gleich wieder ab. Das war viel zu günstig. Und deswegen bin ich momentan nicht so in der Stimmung, so viel zu handeln, weil wir letztens halt einen fetten Raubzug in Chardinal gemacht haben, wo wir viele Häuser beklaut haben. Wir haben viel Silber gehabt. Und sowas, viele Tränke, glaube ich, auch. Ne, viel Wein. Und das musste ich alles durchgehen. Seit 10 Minuten habe ich gemacht. Und dann habe ich gesagt, nee, sorry, Leute, ich bin raus. Ich denke, bin ich. So. Ich mag, wie wir ignoriert werden, wenn wir den Zauber aufhaben. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Pfeile. Wenn ich noch welche habe. Silberpfeile. Und dann ist wieder Lesestunde. Boah, mal gucken, ob wir das schaffen, gell? Wird eine enge Kiste. Wir lesen auch sehr viel. Ich will nämlich alles über die Lore erfahren. So, Lied von Rormir, wie weit geht es? Oh, okay. Let's go. Das Lied von Rormir. Rormir, Sohn von Rorgar, wurde an den Hof von Vinjak gerufen. Sohn von Yinmor, König von Immerschnee. Mächtiger Zauberer, ich beauftrage euch, nach Elfendor zu gehen, denn seine grauen Krieger bedrohen mein Land und rufen ihre dämonischen Vettern, um mein Volk in Schrecken zu versetzen. Rormir, Sohn von Rorgar, hörte die Worte von Vinjak Immerschnee. Bei meinem Eisstab, wahrlich würde ich euch helfen, doch wurde ich bereits herausgefordert, 12 Krüge Met in einer Stunde zu trinken und dann 4 Weibsbilder zu beschlafen, jede 2 Mal. Daher muss ich leider ablehnen. Der König lächelte nicht über Rormir und seinen Frohsinn. Bei eurer Ehre, ihr müsst meiner Sache dienen, ihr müsst zum Schwert eures Weggefährten Darfang greifen, der die Herausforderung annahm und versagte. Rormir lachte. Jetzt weiß ich, dass ihr spaßet. Mein Weggefährte Darfang würde nicht versagen. Es gibt keinen besseren Schwertkämpfer. Wär er von euch gesandt, er könnte nimmer fallen. Ich sagte nicht, dass er fiel. Er schloss sich den dunklen Königen von Elfendor an und hat durch diese Tat sich selbst und euch seinen Freund entehrt. Rormir konnte die Worte nicht glauben, und doch wusste er, dass Immerschnee die Wahrheit sprach. So ritt er 20 Tage und 3 ins Land der Nacht, ins Königreich der Furcht, wo die Bauern immer Kerzen trugen, im Wissen, dass sie übels gar erwartete, wenn sie sich in der Dunkelheit verirrten. Das Land der 3 dunklen Könige, Elfendor. Dort, Fackel in Hand, ritt Rormir durch beklemmende Landschaften und verängstigte Dörfer und durch die schwarzen Tore der schwarzen Burg von Elfendor. Die 3 dunklen Könige spotteten beim Anblick des mächtigen Rormir. Sie riefen ihren Champion herbei. Darfang die Klinge. »Mein Weggefährte«, rief Rormir in den Saal der Nacht hinein, »ich wage nicht, meinen Augen zu trauen, denn dann müsste ich glauben, dass du dich mit dem Bösen hast verbündet und dich abwendest von der Ehre und der Bruderschaft.« »Rormir«, rief Darfang, »da die Klinge, wenn du jetzt nicht gehst, muss einer von uns sterben, denn ich hasse dich.« Aber Rormir war kampfbereit, und in den hallenden Sälen der Nacht
trafen sich die Klinge Darfangs und der Stab von Rormir. Immer wieder schlugen sie aufeinander ein, mächtige Krieger und Magiern beide, die Weggefährten, die nun Feinde waren, ließen Mundus durch ihren Kampf erzittern. Sie hätten ein Jahr lang kämpfen können, hätte in Elfendor eine Sonne geschienen, an der die Zeit gemessen wurde. Fürwahr, sowohl Rormir als auch Darfang hätten siegen können, aber durch die Dunkelheit sah Rormir die Tränen in den Augen seines einstigen Freundes und er erkannte, dass Darfangs Schatten nicht sein eigener war. So schlug er mit dem Eisstab nicht Darfang, sondern dessen Schatten, welcher schrie, »Halt, ein Sterblicher!« Der Schatten verwandelte sich in eine alte, bucklig und krumm mit Umhang und Kapuze. Der gesichtslose Schatten zischte, »Sterblicher Rormir genannt. Die Seele deines Weggefährten ist mein Spielzeug, aber ich werde deine im Tausch nehmen, denn obwohl ihr beide kräftige Arme habt, hast du den klügeren Geist, den meine Söhne, die dunklen Könige, brauchen, für einen Champion von Elfendor.« Der tapfere Rormir zögerte nicht. Kühn sagte er sofort, »Schattenhexe, lass nur Darfang gehen, dann kannst du mit mir tun, wie dir beliebt.« Die Alte lachte und befreite Darfang. »Zur Rettung deiner Ehre hast du das getan, aber jetzt musst du ohne Ehre sein, Sterblicher, als König, als Champion der dunklen Könige, meiner Erben des Grauen. Vielleicht du musst ihnen helfen, Elfendor zu teilen und mich lieben, deine Schattenhexe, deine Herrin.« Vom Verlust der Ehre betrübt und vom Opfer seines lieben Freundes, der edle Darfang griff zu seinem Dolch und wollte ihn sich stoßen tief ins Herz, doch Rormir hielt ihn auf und raunte, »Nein, mein Weggefährte, warte auf mich im Dorf, im Bankettsaal.« Dann verließ Darfang die Klinge, die Burg, während Rormir die verkrüppelte Klaue der Alten nahm und sie zu seinen Lippen führte. »Schattenhexe, dir gelobe ich, nur deinen schwarzen Worten zu gehorchen, der Wahrheit den Rücken zu kehren, dem Ehrgeiz deiner dunklen Könige zu dienen, dein Erbe gerecht zu teilen, dich zu lieben, dich schön zu finden.« Dann, zur Kammer im Herzen der Nacht, zogen sich Rormir und die Alte zurück. Dort küsste ihre runzligen Lippen und ihre faltigen, schlaffen Brüste. 13 Tage und Nächte lang kämpfte Rormir mit seinem Eisstab auf diese Weise. Dann blies Kynaret honigsüße Winde über die Hügel und bewaldeten Täler von Elfendor, und die Liebkosung der heißblütigen Dibella brachte die Blüten zu üppiger Pracht, sodass aus Elfendor ein Garten aller Sinne wurde. Die verängstigten Diener der dunklen Könige erwachten und sahen, dass es nichts zu fürchten gab, und durch die vormals dunklen Straßen des Dorfes hallten Freudenrufe. Im Bankettsaal des Dorfes umarmten sich Rormir und sein Weggefährte Darfang und tranken reichlich Met. Auch die Schattenhexe lächelte, die noch auf ihrem weichen Lager schlief, bis die Morgensonne ihr nacktes Gesicht berührte und sie aufwachte und alles sah und wusste, dass alle sie sehen konnte. Und sie schrie, »Sterblicher!« Schnell fiel Nacht über das Land, als die Hexe in den Bankettsaal flog, schwärzeste Finsternis um sich verbreitend, aber alle Feiernden konnten noch sehen, die große Wut in ihrem ungeheuerlichen Gesicht und zitterten vor Angst. Die Hexe hatte gesagt, das Königreich solle geteilt werden unter ihren Erben, aber Elfendor war ganz geblieben. Geteilt waren nur ihre Erben, gevierteilt nämlich. Rormir amüsierte sich köstlich, er schluckte sein Gelächter mit seinem Met herunter, denn es lacht niemand ins Gesicht der Daedra-Fürstin der Nacht. Ohne ihre graue Kutte der schattigen Nacht zwang ihr schreckliches Gesicht die Monde, sich zu verbergen. Rormir der Mächtige verzagte nicht. »Wo ist deine Kapuze, Schattenhexe?« »Sterblicher, du hast sie mir heimlich abgenommen. Als ich aufwachte, war mein Gesicht enthüllt. Mein Königreich in Licht getaucht, meine dunklen Könige in Stücke gerissen, und hier lächelt mein Champion. Doch hast du für wahr dein Wort gehalten? Niemals dein Wort gehalten.« Rormir, Sohn von Rorga, verbeugte sich vor der Hexe seiner Königin. »Und immerfort, bis du mich freigibst, will ich dir so dienen.« »Ein kluger Geist in einem Champion ist wahrlich nicht so viel wert, wie es scheint.« Die Hexe entließ Rormirs Seele. Und er gab ihr die Kapuze zurück. Und so, im Lichte der dunkelsten Dunkelheit, verließ sie Elfendor für immer. Und so, nachdem sie 12 Krüge Met getrunken und 4 Weibsbilder beschlafen hatten, jede zweimal, kehrte Darfang heim nach Immerschnee mit Rormir, Sohn von Rorga. Das ist mal eine wilde Geschichte. Alter Vatern. So, das Buch haben wir ja geklaut, deswegen kommt es hier rein. Uhrzeit? Nachmittags. Gut. Ich würde sagen, unsere nächste Quest ist...
Die Zuflucht des Grabfinders. In der Roxia-Berge in der Wildnis östlich der Bucht von Nieben hat mich Marlene Monsterbrecher um Hilfe dabei, die Gegend von einer Todbeschwörung zu befreien, die sich Raylan Grabfinderin nennt. Sie hat ihre Wohnstadt in der Moosfelsenhöhle im Norden aufgeschlagen. Das ist hier, Freunde. Wo sind wir denn da schneller? Eher von Bruma. Okay, let's go. Machen wir ohne Pferd, flitzen wir schnell runter, Freunde. Und dann kümmern wir uns um diese kleinen Nebenquests, die ihr in der Roxy-Herberge bekommt, meine Lieben. So, ich bleibe wieder unsichtbar, um nicht von irgendwelchen Kreaturen aufgehalten zu werden auf unserem Weg. Und ich will mich für heute verabschieden, außerdem will ich Illusion ja trainieren. Wir sehen uns morgen wieder, meine Lieben. Ich freue mich drauf. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.